Ihr wollt coole Übungsaufgaben zu diesem Video? Gibt's alles auf thesimpleclub.de. Sogar mit Lösungswegen. Probiert's direkt mal aus. Moin zusammen! Habt ihr gewusst, dass das Klima an der Küste ganz anders ist als im Inland? In diesem Video erfahrt ihr warum. Okay Leute, das sind Jacques und Boris. Jacques wohnt in Brest. Boris lebt in Moskau, also hier. Sorry. Brest liegt an der Westküste Frankreichs. Jacques lebt also direkt am Atlantischen Ozean. Deshalb herrscht in Brest ein maritimes Klima. Manche sagen auch ozeanisches Klima, ist dasselbe. Charakteristisch für so ein maritimes Klima sind schwache Temperaturschwankungen. Soll heißen, es wird tagsüber nicht ganz so heiß und nachts nicht so kalt. Die kleinen Temperaturschwankungen gelten aber nicht nur am Tag, sondern auch im Jahresverlauf. Das seht ihr hier auf dem Klimadiagramm von Brest. Wenn ihr euch die Temperaturen anschaut, seht ihr, die Temperaturen schwanken nur von so 6 Grad im Winter bis 16 Grad im Sommer. Das sind nur 10 Grad Unterschied, ist also eine kleine Spanne. Bei Boris sieht das anders aus, der wohnt ja schön weit im Inland. In Moskau herrscht deshalb ein kontinentales Klima, den Begriff am besten merken. Da schwanken die Temperaturen im Jahresverlauf viel stärker. Im Winter seht ihr da eine Monatsdurchschnittstemperatur von minus 10 Grad. Im Sommer sind dafür aber 19 Grad drin. Das ist dann ein Unterschied von 29 Grad, ist fast das Dreifache wie in Brest. Außerdem sind die Schwankungen zwischen Tag und Nacht in Moskau auch viel größer als an der französischen Küste. Okay, bei maritimem Klima wie in Brest gibt es also kleine Temperaturschwankungen, bei kontinentalem Klima sind die Temperaturschwankungen größer, so wie in Moskau. Jeweils gilt das übers ganze Jahr gesehen, aber auch über 24 Stunden. Aber warum sind die Temperaturschwankungen am Meer nicht so groß? Das liegt daran, dass das Meer mehr Sonnenenergie braucht als die Landmasse, um sich zu erwärmen. Das Meer ist quasi ein Wärmespeicher. Ihr könnt euch das Meer wie einen riesigen Akku für Wärmeenergie vorstellen. Im Frühling ist der Akku erstmal leer. Der Winter hat vorher die ganze Wärme verbraucht. Bei starkem Sonnenschein im Frühjahr und im Sommer füllt sich der Akku vom Meer erstmal auf. Während sich der Akku auffüllt, ist nur noch wenig Energie übrig, um die Umgebung zu erwärmen. Das Küstengebiet wie in Brest bleibt also auch kühl. Die Energie wird quasi genutzt, um den Akku aufzuladen. Wenn der Akku dann aber voll ist, kann die zusätzliche Sonnenenergie oder aber auch die Energie aus dem Akku benutzt werden, um die Umgebung zu erwärmen. Im Herbst und Winter gibt das Meer also seine Energie aus dem Akku wieder frei und erwärmt damit das Küstengebiet. Jacques kann dann in Brest schön die warmen Herbsttage genießen. Im Frühjahr und Sommer ist es also kühler als im Inland, weil die Sonnenenergie in den Akku fließt. Im Herbst und Winter ist es wärmer, weil die Energie aus dem Akku in Form von Wärme freigesetzt wird. Wenn euch das ein bisschen zu schnell ging, spult das Video einfach nochmal zurück und schaut euch den letzten Teil nochmal an. Okay, jetzt zum kontinentalen Klima. Da ist das anders. Die Landmasse kann nicht so viel Wärme speichern. Da könnt ihr euch dann einen kleinen Akku denken, so wie von dem Smartphone von 2011. Der Akku ist dann im Frühjahr sehr schnell gefüllt und es wird schnell warm. Wenn dann aber im Herbst die Sonneneinstrahlung abnimmt, kann der kleine Akku die Temperaturen kaum abpuffern. Das bedeutet, im Sommer wird es schneller sehr warm und im Winter schneller kälter. Das Akkuprinzip gilt dann auch im kleinen Maßstab für Tag und Nacht. Am Morgen speichert das Meer erst die einstrahlende Sonnenenergie. Deshalb wird es morgens an der Küste erst langsam warm. Abends gibt das Meer dann wieder Energie an die Umgebung ab. Deshalb ist es abends nicht so kalt. Bei kontinentalem Klima ist das wieder andersrum. Deshalb muss Boris nachts öfter die Heizung anmachen. Okay, nochmal kurz das Wichtigste. Ihr könnt zwischen dem maritimen und dem kontinentalen Klima unterscheiden. Das maritime Klima findet ihr in Küstenregionen, so wie bei Jacques in Brest. Kontinentales Klima gibt es im Inland, so wie bei Boris in Moskau. Maritimes Klima zeichnet sich dadurch aus, dass die Temperaturschwankungen innerhalb eines Jahres und zwischen Tag und Nacht ziemlich klein sind. Auf dem Kontinent schwanken die Temperaturen hingegen stark. Der Unterschied zwischen den Klimata ist die stärkere Wärmespeicherfähigkeit vom Meerwasser gegenüber der Landmasse. Stichwort Akku. Wenn ihr Bock auf weitere Videos zum Thema Klima habt, dann checkt doch mal unsere Geography-Kurse auf www.thesimpleclub.de oder der App aus. Also Leute, wir sehen uns gleich im nächsten Video.